So. Boah, das war ja haarscharf. Du musst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, mach ich. Oh, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Au. Ja, ein bisschen zu schnell, fast, ja. Immer geradeaus. Ich glaube, ich fahre langsam vor, weil wir fahren irgendwie doch ein bisschen langsamer, als wie ich denke. Wir das erfahren sollten, natürlich. Ah, da fährt einer hier von der Straßenmeisterei da. Kein Wunder, dass der da so hinter den her schnarcht. Der hat Angst vor denen wahrscheinlich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das sah für mich schon eher aus wie eine Autobahn. Ist der Autobahn einen Kreisverkehr gibt. Naja, diese Ausfahrt. Ich würde mal sagen, beim Eurotruck ist ja alles möglich. Gleich wie bei dem Landwirtschaftssimulator. Ah, wir müssen dann da vorne. Die dritte Ausfahrt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh. Na, das setzt man dann langsam über, würde ich mal sagen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Neu berechnen. Karlskrona. Oh, da müssen wir jetzt mal jetzt rüber. Ui, aufgeregt. Ha. Neue Route finden. Mhm. Ah, der Motor, den habe ich vergessen auszuschalten. Gibt's das? Biege nach rechts ab. Okay. Wer hat das da hingetan? So bescheuert.
Oh, 11 Kilometer noch. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Fast gar nicht berührt. Ah, da müssen wir ein Foto machen. Links abbiegen. Danke. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Ja, ich auch. Endlich. Höhe darf der Reitenstein nett sein. Gute Arbeitsakte, Wahnsinn. Abzugsschäden, okay, damit kann ich noch leben. Dann schauen wir mal die Aufträge der Firma an, was er sagt. Aber wir sind jetzt in Schweden, in Karlskrona. Ja, wir könnten nach Norwegen fahren, hat keine Lust. Wir können hier also durch halb Schweden dahin tuckern. Okay, wir könnten aber hier rüber und so wäre es sicherlich kürzer, vermute ich mal. Wäre meine persönliche Meinung. Okay, das könnten wir machen. Was haben wir hier? Zwei Bagger. Da hätten wir hier Stahlseile hätten wir da. Da sind es jetzt 1000
110 Farbreis. Okay. 1110 ist gleich der Farbreis. Aber, ich denke, wir nehmen hier diese Fracht. Schauen wir mal wegen Aufleger hier. Ich nehme mal hier den Schwarzmüller, ja. Ich denke, wir fahren anders, da wir fahren unten rum, so rum. Vielleicht ist der die Route besser. Schauen wir mal. Und vielleicht der Fahrpreis auch günstiger mit der Fähre. So. Oh, so ein Gang sollte ich auch einnehmen. Vorwärtsgang. Ja, wir werden gleich jetzt noch mal schauen wegen der Route. Da fahren wir ein bisschen anders da, als wie er sagt. So. Wenn wir die Route aber hier so fahren würden. So, wir fahren jetzt hier. Da haben wir jetzt hier 1112 und hier zurücksetzen. Ja, so ist kürzer. Oder wir fahren doch so. Da kann man ein bisschen schneller fahren als wir hier, denke ich mir vielleicht. Aber wenn ich jetzt hier so fahre. Oh ja, das ist weiter. Sollte man zurücksetzen. Weil da wäre ich noch nicht gefahren. Na, fahr mal so. Fertig zum Losfahren. Ja. Die Handbremse sollte ich lösen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Ja, man merkt, dass die Fracht schon schwerer ist. Er fährt schon schwerer los.
Ich glaube, ein LKW. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Das trifft sich gut. Vielleicht kann ich da vorziehen. Jetzt habe ich die Tafel nicht erkannt. Aber wir suchen uns mal. Wenn wir mal vorkommen. So. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Wow, noch über 1000 Kilometer noch zu fahren.